Anfang Oktober. Die Pyrozeit beginnt wieder. Und ja, dann grabt man natürlich auch die Reste wieder raus. Und ja, dann baue ich das Ganze mal auf. So, hier haben wir jetzt ja alle meine Reste von letzten Silvester und den Silvester davor. Also man muss schon sagen, es sind noch einige Kisten und auf jeden Fall noch ein paar Raketen. Und ja, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Auspacken. Hier haben wir in so einer kleinen Defender von Panda in dieser Box so ein paar kleine Mini-Knirme drin, also für unterm Jahr oder so, also nichts Großes, auf jeden Fall noch ein paar. Dann haben wir hier in der sonst kleinsten Kiste, ja, nichts Besonderes, müssen glaube ich noch 5 Packungen Kubis sein, also die vom letzten Jahr von Lidl, und dann hier noch 2 einzelne, ja, weiß ich gar nicht, welche Marke das ist, Veko genau, hier noch einer von Komet, genau. Wir haben hier noch von letztem Jahr die Neuheit, Fire Arrows, 6 Stück hier noch verschlossen, und einmal hier so ein ja, gemischten Raketenbeutel, sag ich mal. Wir haben hier noch eine Goldrakete, 2, wo oben der Deckel fehlt, also der hier ab ist. Da haben wir hier noch ein paar größere Raketen, ganz viele Nico-Raketen noch. Und ja, hier nochmal eine Goldrakete 1, eine Glittering müsste das glaube ich hier noch sein, ein paar Burst-Raketen und einfach nochmal so eine gemischte Raketenauswahl. Dann haben wir hier einen Schuhkarton von Nike. Man kann es nicht wirklich Raketen nennen, aber ein paar ältere Artikel habt. Ein älterer Vico Flitze Feuerstein. Das ist auf jeden Fall eine Rarität. Vico Schmetterling. Ein kleines älteres Set von Komet. Dann hier diese Knallschnüre. Ich weiß nicht, wer sie noch kennt. Ja, hier ein paar ältere Sachen. Da sieht man noch ein paar Böller. Ja. Feuerwirbel, Satelliten. Sowas hier noch. Also auf jeden Fall ein bisschen älteres Zeug. Kommen wir nun schon zur dritten Kiste. Hier drin verbergen sich diverse Böller. Also wir haben wirklich verschiedenes da. Wir haben Super Böller 2 von Nico, China Böller D. Aber meist auch schon offen. Und auch wirklich alles aktuelle Ware soweit. Böller von Pyro Art. Ja, ist wirklich sehr verschiedenes. Hier ein paar Ranzböller. Ja, sowas. Auch noch hier drin. Also, ja, wirklich sehr viel gemischtes. Dann zur nächsten Kiste. Dort verbirgt sich eigentlich hauptsächlich Klasse 1 Feuerwerk. Wir haben hier noch ein altes Geisterstundensortiment. Dann wirklich sehr viel gemischtes. Hier sieht man noch Kobaltbombetten, alles mögliche, Blitz und Donner, Bodenkreisel, Leuchttaler, hier noch ein paar Rauchbälle. Ja, aber alles soweit aktuelle Ware. Die fünfte Kiste. Hier sind wirklich sehr viele schöne Sachen drin, also hier ein paar Aufstiegsartikel. Dann haben wir hier Flashbang, Bombenrohr aus dem Lidl, ein paar Fontänen, hier noch mehr Aufsteigerartikel, ein paar Fontänen und Vulkane. Hier sind eine kleine Mini-Batterie, müsst ihr auch der eine oder andere kennen. Dann haben wir hier noch ein paar Packungen Flashbang, dann haben wir noch drei Kopfknaller und ein paar andere Böller. Ja. Soweit war es auch das von der Kiste. So, bis jetzt hatten wir eher kleinere Artikel. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was hier drin ist. Okay, sehe ich schon. Ja, hier sind jetzt ein paar Sortimente drin. Genau, das Dynamite Bag zum Aldi. Dann hier noch zweimal das Hip-Hop-Sortiment. Müsste auch, glaube ich, beides mal mit den Bombetten sein. Bin ich mir aber auch nicht mehr sicher. Und dann zweimal das Leuchtspektrum. Auch schon einmal angefangen. Genau, das war's dann von dieser Kiste. Dann kommen wir jetzt schon zu der vorletzten Kiste, die auch relativ schwer ist. Weiß nicht, ob man es hört, aber ist relativ schwer. Ja, hier sieht man schon, sind meine Schinken drin. Wir haben hier, müssten 2 angefangene Debeler Schinken von Komet sein. Dann weiß ich nicht mehr genau, was da noch alles drunter ist. Ja, hier genau sind noch von Black Powder ein paar Böller, und da drinnen müssen, glaube ich, noch Nico Supercracker sein oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind hier alle meine Schinken drin. Kommen wir nun zum letzten, längsten und wahrscheinlich auch interessantesten Paket. Also wie man hier schon sieht, haben wir hier ein paar komische Lichter, ein paar Batterien drin. Ich weiß nicht mehr, was das genau ist, aber auch irgendwie eine Batterie.
Dann haben wir hier noch ein paar kleine Mini-Raketen. Dann angefangen in China Debüller Schinken von Nico. Dann hier ein paar kleine Batterien. Die Saphir-Fontänen-Batterie. Was haben wir noch? Hier eine weitere kleine Batterie, die Discovery. War eine Neuheit letztes Jahr im Lidl. Haben wir auch, glaube ich, mehrmals hier. Dann verbirgt sich hier unten noch, muss glaube ich zwei oder dreimal die Poison sein. Dann haben wir hier noch einmal die Ice Wings. Ja, wie schon gesagt, römische Lichter. Und ja, das war's dann auch von all meinen Resten.